Servus Assassin's Creed Freunde, willkommen hier zum Starter- und Beginner-Guide für die Neueinsteiger, die jetzt hier das Spiel einmal anfangen wollen. Ich gehe hier auf sämtliche Sachen im Spiel ein, wo man halt am Anfang wissen sollte, dass man auf jeden Fall nichts verpasst. Fangen wir einmal mit dem Level an, und zwar könnt ihr von Level 1 bis Level 40 euren Bike nach oben leveln und ihr bekommt wirklich überall EP. Sei es von Hauptquest-Missionen, von Nebenquest-Missionen, es gibt eine riesige Karte, wo ihr wirklich sehr viel aufdecken könnt. Ihr könnt das auch alles abschließen, dann jedes einzelne Objekt, und dafür bekommt ihr EP, auch für Gegner, wenn ihr die tötet, und so levelt ihr relativ schnell einmal euren Charakter nach oben. Was noch wichtig zu wissen ist, wenn ihr Level 40 seid, dann levelt ihr natürlich noch weiter, wenn ihr EP bekommt. Ihr levelt aber dann nicht auf Level 41 nach oben, sondern für jedes Level bekommt ihr dann einen Skillpunkt, Fertigkeitspunkt, wo ihr dann Bike halt eben skillen könnt. Im Laufe des Spiels kann es einmal passieren, dass ihr an Gegner kommt, die momentan für euer Level einfach zu stark sind. Die machen euch dann direkt One-Shot und ihr könnt diesen Gegnern so gut wie gar keinen Schaden anrichten. Und da kann es natürlich dann passieren, dass ihr sterbt. Wichtig hier zu wissen, das Spiel speichert wirklich so oft nach jedem Abschluss, nach jedem entdeckten Objekt, nach jeder Questabschluss, egal was es ist, speichert das Spiel direkt. Und somit habt ihr da irgendwie keinen Verlust, wenn ihr gestorben seid, sondern ihr spawnt dann einfach ein paar Meter entfernt. Und ja, das ist einmal wichtig zu wissen, es speichert so oft und ihr könnt keinen Fortschritt verlieren. Dann kommen wir einmal zu den Waffen. Bike hat da wirklich eine sehr große Auswahl. Ihr seht es gerade auf der rechten Seite. Ihr könnt Schwerter benutzen, Sichelschwerter. Ihr könnt Kolben benutzen. Wirklich alles kann Bike einfach ausrüsten. Und jede Waffe kämpft halt einmal einzigartig. Also jede Waffe kämpft ein bisschen anders. Und auf jeden Fall jede einmal ausprobieren. Auf der anderen Seite seht ihr einmal wirklich die Bogen. Da gibt es auch verschiedene Bogen, wo ihr ausrüsten könnt. Jeder Bogen hat auch wieder andere Schussfrequenzen. Einer kann mehr Pfeile abschießen, einer weniger. Ihr seid da überhaupt nicht limitiert. Ihr könnt da wirklich wählen, was ihr wollt. Wenn ihr ein paar Skillpunkte gesetzt habt, da komme ich dann später dazu, könnt ihr auch mehrere Waffen gleichzeitig auswählen. Dann könnt ihr immer schnell zwischen den Waffen switchen. Deswegen seht ihr da oben nochmal bei mir mehr Waffen ausgerüstet. Bei euch werden die am Anfang aber noch gesperrt sein. Dann hat jede Waffe einmal eine Eigenschaft. Ihr seht es, wenn man auf diese Waffe drauf geht, stehen so verschiedene Boni einmal drauf. Drückt ihr bei mir zum Beispiel den linken Stick einmal rein in dem Menü, dann erscheinen euch eine Übersicht von allen Boni und dann wisst ihr, welcher Bonus was genau macht und wie stark er einmal ist. Dazu gibt es aber von mir noch ein anderes Video. Wenn ich das jetzt hier alles erzählen würde, würde es hier einmal das Video sprengen. Ja, dann ist es einmal wichtig, ihr könnt eure Waffe hochleveln. Es kann natürlich sein, ihr findet eine coole Waffe bei Level 10, Level 15, seid aber Level 20, dann ist die Waffe natürlich um einiges schlechter, wie wenn ihr Waffen auf Level 20 findet. Ihr findet die Waffe aber cool, habt da besondere Eigenschaften drauf, dann geht ihr einfach hier zum beliebigen Schmied auf der Karte und könnt halt eure Waffe aufwerten. Die wird dann immer auf euer aktuelles Level hochgesetzt. Wichtig ist einmal, macht das nicht mit zu vielen Waffen, schaut wirklich, dass ihr eine gute Waffe am Anfang habt und die ihr dann einfach immer weiter nach oben levelt, denn man bekommt im Spiel schon viel Geld, aber nicht so viel, dass man da wirklich verschwenderisch umgehen sollte und alle Waffen einfach beliebig aufwerten, sondern spart da ein bisschen, guckt, dass ihr eine gute Waffe habt, vielleicht zwei, und nur die Waffen dann aufwertet und die anderen lasst ihr einfach weiter unten, denn am Schluss, wenn ihr Level 40 seid, gibt es schon viele goldene Waffen, wo ihr aufleveln könnt, und wenn ihr da dann kein Geld mehr habt, dann ist es halt ein bisschen schade. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt vom Schmied, und zwar Munition kaufen. Kauft niemals Munition, ist totaler Geldrauswurf. Wenn ihr mal Sperrgebiete eingenommen habt, dann kriegt ihr wirklich immer wieder Munition zurück einmal. Ihr seht dann überall Pfeilstände, also wirklich niemals Munition kaufen, reine Geldverschwendung. Schauen wir uns einmal die Rüstung an. Ihr seht sie einmal ganz unten, diese sechs Felder. Da könnt ihr euren Bike einmal etwas hochpushen, verbessern. Und zwar braucht man Materialien, und wenn man alle Materialien hat, kann man die Rüstung eine Stufe nach oben setzen. Das erzähle ich aber euch später, wo man die Materialien herbekommt. Erstmal gut zu wissen ist, wenn ihr unten auf das Symbol drauf geht, dann ändert sich auch unten einmal das Leben. Ihr seht, es geht grün nach oben, und desto höher ihr dann im Level von dieser Rüstung seid, umso mehr Leben bekommt ihr. Das geht natürlich auch bei den anderen Sachen mit Schaden oder bei dem Köcher bekommt ihr dann einfach mehr Pfeile. Bei euch am Anfang rechts und links, wie bei mir, sind jetzt hier noch Sachen gesperrt. Die bekommt ihr dann im Laufe der Kampagne freigeschalten. Schauen wir uns einmal die Materialien an, die es im Spiel gibt. Das sind insgesamt 8 Stück. Ihr seht sie einmal oben links. Es gibt weiches Leder, hartes Leder,
oder Pelze, was man von Tieren einmal bekommt. Ihr müsst dann einfach die Tiere töten. Ich habe ein paar Farmspots und ein paar Videos dazu, wo ihr relativ schnell an diese Ledersachen drankommen könnt, ohne viel Aufwand. Die könnt ihr euch eventuell angucken, falls ihr da Lust drauf habt. Ansonsten gibt es auch noch andere Gegenstände, wie zum Beispiel Eisen, Kupfer und Holz. Die kriegt man nicht so leicht. Man kann sie aus Kisten erbeuten, aus Schätzen, aber das Beste ist einfach, wenn ihr einfach auf die Karte guckt, mit dem Vogel, mit Senu, und der kann Sachen markieren, da kommen wir gleich dazu, und dann seht ihr auf der Karte, wo zum Beispiel jemand Holz transportiert oder Eisen, und den könnt ihr überfallen, und so kommt ihr einmal an. Bayek hat eine Suchfunktion, wo er einfach, bei mir ist es die Pfeiltaste nach oben, und dann scannt er einmal das komplette Gebiet ab, und alles, was ihr looten könnt, leuchtet einmal mit einem weißen Dreieck. Das ist einmal wichtig zu wissen, dass ihr wirklich alles mitnimmt, was ihr im Spiel finden könnt. Inventar kann nicht platzen, ihr habt unbegrenzt Lager. Ja, dann kommen wir einmal zum Vogel. Einmal, der heißt Senu und kann für euch eben Sachen im Spiel markieren. Ihr geht einfach in seine Übersicht, bei mir ist es die LT-Taste festhalten, und dann könnt ihr das Gebiet sozusagen abscannen. Und dann seht ihr, wo Tiere zum Beispiel sind, wo ihr töten könnt. Das wird dann mit diesem Lederzeichen auf der Karte markiert. Oder ihr seht zum Beispiel irgendwelche Gegner, die Holz transportieren oder Eisen. Und so könnt ihr halt die gezielt überfallen und bekommt dann halt einmal die Rohstoffe, wenn ihr diesen Gegner tötet. Was noch zu wissen ist, Senu hat am Anfang eine relativ kleine Reichweite, wo er Sachen erblicken kann. Man muss dann einmal hier auf die Türme klettern, einmal sozusagen das Gebiet scannen, dann werden auch einmal auf der Karte mehr Fragezeichen aufgedeckt, wo sich Orte befinden. Und dann wächst auch einmal mit jedem Turm einmal die Reichweite von Senu, seiner Sicht, und dann kann er am Schluss relativ weit schauen. Dann, was man noch wissen sollte, auch mit dem Geld, was ich jetzt vorher nicht gleich erwähnt habe, und zwar kann man seine Waffen auch noch verwerten. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund, wenn ich einmal X drücke, wird der Gegenstand verwertet und dann bekommen wir Ressourcen zurück. Und gerade die Ressourcen, wo etwas schwieriger zu bekommen sind, sei es Holz, sei es Eisen oder Kupfer. Ich würde euch aber empfehlen, macht das nie. Ich habe den Fehler nämlich begangen, und es ist nämlich so, nehmt euch ein bisschen Zeit, sucht wirklich die Karte ab, überfallt dann diese Leute, die dann Holz oder Eisen transportieren. Das ist auf jeden Fall um Welten besser, wie die Sachen zu verwerten. Denn ihr könnt auch diese Waffen, die ihr nicht benötigt, einmal verkaufen und bekommt da richtig viel Geld. Und ich habe wirklich so viel Geld einfach dadurch verschwendet, dass ich sie einfach verwertet habe, die Waffen, und nicht verkauft habe, wo mir halt dann im Nachhinein in dem Spiel ein bisschen fehlt, wo ich hätte andere Waffen aufwerten können oder halt coole Kisten kaufen, wo halt neue Items drin sind. Deswegen Empfehlung, schaut, dass ihr wirklich die Sachen erbeutet und nicht die Gegenstände einmal zerstört, sondern verkauft. Hier haben wir einmal den Fähigkeitsbaum. Ihr seht, der ist in drei Teile unterteilt. Wir haben hier einmal Fernkampf, wir haben hier einmal Nahkampf und sonstige Sachen, die wir im Spiel benötigen. Ihr seht schon, ich bin einmal hier Level 40 und ich habe noch nicht alle Sachen geskillt. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen und schaut, dass ihr unnötige Sachen nicht unbedingt skillt, sondern nur wirklich die wichtigen Sachen. Es ist zwar möglich, alles zu skillen, es dauert aber dann wirklich sehr, sehr lange und muss sehr viel EP sammeln. Und am Schluss ist es eigentlich nur noch stumpfes Grinden, immer Gegner für Gegner killen, bis man im Level aufsteigt, und ja, das macht normalerweise keiner. Was ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall das hier zum Beispiel. 25 mehr Gewinn bei Verkäufen, so hat man einfach mehr Geld im Spiel. Und am Anfang ist auch wichtig, dass man einmal diese Fähigkeit hier freischaltet, denn es ist ein Hochleistungsangriff. Es gibt im Spiel einen Hochleistungsangriff und der macht eben ultra viel Schaden. Und so ist bei Kampfbeginn diese Anzeige gleich voll und man kann die Gegner relativ leicht töten. Ja, aber ich erkläre jetzt hier nicht alles, weil sonst wird es auch einfach wieder zu viel. Da gibt es nochmal ein separates Video von mir, wer da einmal mehr wissen möchte, was die besten Skills einmal sind, dass sich jemand nicht verskillt. Schauen wir uns noch den Karawanenhändler an, zweitletzter Punkt. Den gibt es einmal in der nächsten Stadt, die nach Siwa einfach kommt, im nächsten Gebiet. Der wird durch ein Kamel einmal markiert auf der Karte, kann man nicht verfehlen. Und der gibt euch einmal eine Daily Quest. Aus dieser Daily Quest könnt ihr legendäre Gegenstände rausbekommen oder auch epische. Man braucht halt ein bisschen Glück. Einmal pro Tag machbar. Empfehle ich euch, macht's unbedingt. Weil wenn ihr Level 10 seid und eine legendäre Waffe habt, auf jeden Fall richtig mächtig. So, dann was einmal viele nicht wissen. Und zwar, wenn ihr diese Quest abgibt,
kann es auch sein, dass ihr dann nicht nur eine legendäre Waffe bekommt, sondern ihr könnt eine legendäre Waffe aus dem Echtgeld-Shop bekommen oder halt zum Beispiel das Einhorn, das Feuerpferd oder auch eine Rüstung, die man im, oder so eine Montur, die man im Echtgeld-Shop kaufen kann, könnt ihr auch aus dieser Quest rausbekommen. Also kauft nichts im Echtgeld-Shop, sondern macht so oft wie möglich diese Daily und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr ein so ein Teil aus dem Echtgeld-Shop halt dann für Umme. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Dann hat der Händler noch einen Verkauf und zwar könnt ihr da einmal Kristalle kaufen, also Kohlenstoffkristalle. Kauft die nicht, ihr findet im Spiel wirklich so viele, das ist rausgeworfenes Geld. Man hat am Schluss wirklich dann noch Kristalle übrig, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Dann gibt es was Cooles, das sind, machen die meisten Leute, kann ich euch nur auch empfehlen. Wenn ihr dann Level 40 seid, habt das Spiel soweit wirklich komplett durch, gibt wirklich nicht viel zu machen, dann habt ihr, dadurch, dass ihr Geld gespart habt, die Waffen nicht verwertet habt, immer schön alles eingesammelt habt, relativ viel Geld auf dem Konto und ihr könnt euch dann einmal diese Hackerboxen kaufen. Wenn ihr diese Box kauft, könnt ihr dort legendäre Waffen einmal rausziehen und könnt natürlich euren Charakter verbessern. Oder ihr bekommt halt auch dort wieder Shop-Items raus. Also es kann auch in dieser Box sein, dass ihr da das brennende Pferd rausbekommt oder irgendwelche Shop-Waffen. Deswegen spart das Geld einfach und dann am Schluss, wenn ihr wirklich viel Geld übrig habt, eure ganzen Waffen schon aufgewahrt habt, steckt das Geld hier einfach noch in diese Box rein und dann bekommt ihr da ebenfalls noch legendären Loot einmal raus. Das ist hier einmal noch zu wissen. Kommen wir einmal zum letzten Punkt und zwar zu den Kieselgläsern. Wenn man ein Grabmal abgeschlossen hat, dann bekommt man diese Kieselgläser. Man fragt sich im Spiel wirklich richtig lange, für was brauche ich sie? Ich musste sie noch nie einsetzen. Aber desto weiter man im Spiel kommt, irgendwann muss man mal ein paar Kieselgläser opfern, um so eine Sequenz anzugucken. Das Wichtigste ist aber bei den Kieselgläsern, ihr könnt am Schluss im Spiel eine legendäre Rüstung freischalten, in so einem Grabmal und da braucht man halt 50 Kieselgläser, auf jeden Fall immer alle einsammeln, mehr möchte ich dazu einmal nicht sagen. Falls ihr noch mehr sehen wollt von Assassin's Creed Origins, könnt ihr gern auf meinem Kanal vorbeischauen, da sind wirklich massenhaft Guides zu besten Waffen, zu irgendwelchen Farmspots, zu Grabmälern, alles was im Spiel halt gibt, könnt ihr auch bei mir nachschauen. Ja, ihr werdet da auf jeden Fall fündig. Ansonsten, das Video ist jetzt hiermit zu Ende. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, dann weiß ich, okay, es hat euch gefallen, es hilft euch. Ansonsten, wie gesagt, schaut auf der Seite vorbei, lasst ein Abo da. Ich bin weg, ciao, haut rein.